Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen nach Real. Scheiß dich nach, es heißt zu. Denn Real macht ja bald zu, deutschlandweit, wie ihr wisst. Und wir gehen jetzt zum letzten Mal zum Real im Indopark in Dortmund und schauen mal, was uns das Sortiment so beschert. Natürlich, wenn die neuen Geschäfte hier kommen, schauen wir uns sie auch in einem weiteren Video an. Jetzt aber eben kleines Abschiedsvideo von Real. Ich kenne es schon, seit ich Kind bin. Es ist traurig. Also schauen wir mal rein, was uns Real bisher immer so geboten hat. Es ist ein Samstag gegen 15 Uhr, deswegen sind die Regale vielleicht schon zumindest bei Obst und Gemüse ein bisschen leerer, als sie sein sollten. Aber das so im Hinterkopf. Ne? Also viel Spaß. Real. Früher war das hier übrigens Walmart. Ich bin schon so alt, dass ich das hier noch als Walmart kenne. Das gab es ja mal. Dass Walmart eben auch nach Deutschland gekommen ist. Viele Jahre ist es her, wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Ist übelst gefloppt. Eigentlich schade. Wer weiß, was es dann heute für geilen amerikanischen Scheiß hier geben würde. Wer will, kann hier, wir sind im Indopark, falls ich das noch nicht gesagt habe. Hier gibt es ja auch Mediamarkt, also nicht jetzt hier, in einem anderen Gebäude nebenan. Aber hier gibt es auch Jeans Fritz, Ernstings Family oder 1982. Nie davon gehört, also Ernstings Family. Da ist doch dieser Jingle. Ernstings Family. So, Kinder singen das. Also das kenne ich, den Jingle. Hier vorne gibt es auch einen Wurststand. Zum Beispiel Gulaschsuppe mit Brötchen. Oder Schaschliktopf mit Brötchen oder Grünkohl mit Mettenden. Yummy. Wir haben gerade gelesen, ab 20.10. Kaufland. Oh, alles muss raus. Die Zeit läuft. Ramschverkauf. Ja, okay, deswegen ist es wahrscheinlich sogar noch leerer, als es normalerweise wäre. Gibt es ein super Angebot auf Fernseher? 10 Euro. Oh, Milka-Schokolade. Wir machen einmal kurz das Obligatorische, was es hier am Anfang gibt, nämlich ja, Mediasachen. Da gehen wir natürlich jetzt auch einmal kurz schauen, denn das gehört zu Real ja schon seit jeher dazu. Ich zeige mich übrigens mal, hier mit Maske. Ja, irgendwie traurig wieder. Je älter man wird, desto mehr Dinge gehen weg. Also natürlich Geschäfte, aber wenn man irgendwie jahrelang irgendwas kennt, dann ist das irgendwie traurig. Es gab in Dortmund mal einen Laden, der hieß Lüttgenau. Es war so ein Kinderspielwarenladen. Hat dann jetzt auch neulich zunächst erstmal für immer geschlossen, denn er war irgendwie mal geschlossen. Dann kam er ein paar Jahre später wieder im gleichen Haus. Doom Eternal, bestes Spiel. Heute leider nicht an. Electronic Gems, auch sehr geil. Ja, also das gehört zu Real dazu. Man kann auch Klamotten hier kaufen, da gucken wir gleich auch mal. Und ich glaube, wir waren sogar mal in einem Video kurz bei Real. Fernseher, Technik, Spielsachen, Bücher gibt es hier alles. Bald leider nicht mehr, sondern dann eben Kaufland. Edward mit den Scheren nennen. Boah, da habe ich mich gegruselt als Kind. Wäschekorb für die ganz große Familie für ungefähr 500 vollgeschissene Unterhosen. Überall sind so 20% Dinger. Vom ausgezeichneten Preis. Ach, auf alles gibt es 20%. Ach so, ich dachte nur auf da, wo ein Zeichen dran ist. Ja, krass, ey. Da kann man hier ja richtig Schnäppchen machen. Leider habe ich alles, was ich haben will. Passt alles. Neues Bügeleisen. Hey, so ein ähnliches habe ich. Das ist bestimmt schon 20 Jahre alt, 25 Jahre. Ich habe jetzt gerade realisiert, dass wenn es 20% auf alles gibt, dass es sogar 20% auf Lego gibt. OMG. Jetzt gehen wir mal kurz nach Lego gucken. Das sind Kinder, lass uns sie wegstoßen. Ich will an Lego kommen. Nee. Sorry. Oh, ein Müllauto. Dicky Toys. Das könnte aber auch was anderes bedeuten. Dick Toys. Sorry. Tut mir leid. Ja, das Niveau sinkt manchmal, so ist das eben. Wegen urheberrechtlich geschützter Musik muss ich ein bisschen drüber sprechen. Also, wer kennt dieses Spiel noch von früher? Glibberklatschen, das kannte ich noch als Kind. Hier haben wir ein Spiel, wo ich nicht weiß, warum man das heute spielt. Kackefang, da waren noch die Klatschen tausendmal besser. Wer kennt das eigentlich noch von früher? Sagerland von 1982, da war ich noch gar nicht geboren, 3 Jahre später. Oder eben Labyrinth, nur da gab es das auch noch nicht mit Star Wars oder Sachen wie Paw Patrol. Verrückt. Weihnachtssachen kommen auch schon. Toll im Preis Baumkuchen, Stollen in Scheiben, Stollen als Ganzes oder Butterstollen und Christstollen und noch mehr Stollen. Und da vorne gibt es Swimmingpools. Ich habe ja überlegt, ob ich euch ein Real-Backwaren-Abteilung-Video mache, aber da das ja nicht mehr lange existiert hier, macht das ja eigentlich auch keinen Sinn. Schade. Schade, schade, schade. Geflügelrolle. Und die haben sie vieles so abgepacktes hauptsächlich.
Eiweiß-Abendbrötchen, ah ja. El Salam Arabic Sweets. Das sieht so gefüllt aus und so richtig schön gelb. Irgendwie sieht das geil aus. Irgendwie sieht es richtig geil aus. Und gleichzeitig sieht es auch so ein bisschen nach, na ihr wisst schon, aus. Boah, geil, hier habe ich jetzt mal die Ölz-Sachen entdeckt, die ihr mir mal empfohlen habt, neulich in einem der Backwaren-Videos. Hier zum Beispiel Mohnstreuselkuchen. Ich habe noch nie von dieser Marke gehört, finde ich jetzt richtig interessant. Oder hier, Alter, Nussstrudel mit dicker Nussfüllung. Oh, aber auch stolze Preise auf jeden Fall. Oder hier Rosinenstuten. Aber ich glaube, ich muss den Nussstrudel mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Der macht mich einfach zu sehr an. Boah, wenn ihr das hier noch nicht kennt, Kaffeekuchen, die sind so geil, mit Quark sind die. Und so saftig. Also ist kein Quark drin, aber die sind so unglaublich saftig und lecker. Ihr müsst die unbedingt probieren. Okay. Kulinaria. Greek Style. Die hat mir auch schon mal jemand von euch empfohlen. Muss ich mir... Oh. Türkisch sieht noch besser aus. Muss ich mir demnächst auch mal holen. All American Pizza. Habe ich euch getestet, euch gezeigt im Video, die auch. Fand ich beide jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Die war ein bisschen besser, aber auch nicht geil. Habe ich euch auch gezeigt, habe ich euch auch gezeigt. Bald kommt noch eine vegane Pizza, aber nicht von Veganz, sondern von Lücker. Wobei, vielleicht zeige ich euch die Pizza auch, bevor ihr dieses Video hier seht. Sehr wahrscheinlich sogar, fällt mir gerade ein. Ja, hier ist übrigens so Kühlabteilung und so. Und hier Gemüse. Aber gut, das wird ja bald wahrscheinlich eh alles anders aussehen. Ich frage mich gerade, die hat mich übrigens mal angeschrieben, Plombier Bubblegum. Genau, das gehört nämlich zu Dofgan Kids, die angeblich überhaupt nichts mit dem, die total getrennt von dem Plombier sind. Die hat mir irgendwie so eine 16-Jährige auf Instagram geschrieben, die so sagt, ja, sie macht so Social Media für Dofgan Junior. Und ja, aber irgendwie ist dann da nichts zustande gekommen. Ja, die Details lasse ich jetzt mal aus. Gemüsefrikadellen. High Protein. Alter, haben die schon immer 5 Euro gekostet? Okay, ist auch ein Kilo drin. Okay. Habe ich auch noch zu Hause. Hähnchen geschnetzelt ist von Froster. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Gemüselasagne von Real Quality. Eigentlich, ich mag ja manchmal solche Lasagnen aus dem TK. Die sind so richtig schön trashig. Jeden Tag, es gab ein Video nur über jeden Tag Produkte. Schaut da gerne auch mal rein. Jalapeno Snacks Backkäse Trio. Boah, das erinnert mich immer an meine Oma. Die hat damit angefangen, mir Backcamembert mit Preiselbeeren nahezulegen. So aus der Pfanne. Alter, das ist einfach nur fantastisch. Schweinshaxe, tafelfertig, länger lecker, dank auch vakuumierter Aromaverpackung. Tatsächlich, wenn man mal so Schweinshaxen so im Restaurant sieht, dann sieht das ja manchmal ja nicht so appetitlich aus, sondern so ein bisschen glibberig durch die Schwarte und so. Aber ich sag euch, also ich esse die Schwarte auch nicht. Ich mag das nicht, wenn das Fett so schwabbelt. Ich mag das Knusprige, aber dieses schwabbelige Fett nicht. Aber das Fleisch darunter, das ist so unfassbar zart und lecker. Also wirklich sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Sehr empfehlenswert. Jetzt mal ganz im Ernst. Hähnchenpfanne jeden Tag. Ein ganzes Paket, 1,1 Kilo. Das ist doch schon ein Verbrechen, oder? Also sorry, tut mir leid, aber das geht gar nicht. Ich habe neulich, wobei ich mir dann da auch sagte, boah, dann esse ich wirklich sehr, sehr selten Fleisch. Oder haben wir Bio-Hähnchenbrust gekauft. Im Egal, Real. Zwei große, recht groß schon, 400 irgendwas 50 Gramm, 15 Euro bezahlt für zwei Stück, weil das Kilo irgendwie 32 Euro kostet oder 30 Euro. Also es war schon hart, aber das ist auch richtig so. Es ist auch richtig so, dass es so teuer ist. Das hier, das geht gar nicht. Das ist, tut mir leid, nein. Nein, nein, nein. Hier auch, ey. Cone Together, Benjamin's Double, Chocolate, Chip Happens gibt es auch hier. Also hat es dann wohl irgendwann auch mal in die normalen Supermärkte geschafft. Switcher, Peanut Butter Cup, Blondie, Brownie. Ach, wäre das jetzt schön, wenn es im Angebot wäre. Netflix and Chill, Chocolate Fudge. Ja, hier haben sie auf jeden Fall eine gute Auswahl. Beste, absolut beste. Sehr geil, haben sie jetzt hier auch Bruno Gelato. Die kennt ihr eigentlich als diese Becher. Die haben auch so kleinere Becher rausgebracht. Da werden einige geholt, richtig geil, die gab es nämlich hier nicht. Was haben wir denn hier? So Sahne-Karamell, Hallöchen, Eierpunsch-Schoko-Brownie, Mango-Küsst-Joghurt und Joghurt-Rote-Grütze. Ja, geil.
Da freue ich mich. Also die beiden sind auf jeden Fall interessant. Viele Jeden-Tag-Sachen es inzwischen gibt. Richtig krass. Ist ja bei Real, glaube ich, erst recht so ein Ding. Aber gibt es auch bei anderen Supermärkten. Ich habe nur leider vergessen, wo das war. Aber ja, es wird immer mehr. Echt, Hallöchen, ordentlich. Die Leute haben zugeschlagen, die Regale sind leer. Es ist nämlich Koppenrad und Wiese Meistertorte im Angebot für 4,49 €. Mandelbienenstiche, ist aber auch geil, sage ich euch. Sehr lecker übrigens, kann ich euch beide sehr empfehlen. Es gibt auch so einen Mars-Snack aus dem Kühlregal, der ist ebenfalls richtig episch. Proteinmilch sogar gentechnikfrei, was eigentlich totaler Schwachsinn ist, denn in Deutschland muss sowieso laut Gesetz alles gentechnikfrei sein, aber es gibt halt einige Firmen, denen sie vielleicht nicht zu schade sind, mit sowas dann Werbung zu machen, auch wenn es gar nicht berechtigt ist. Einfach nur traurig. Auch schön hier, Hermann Grand Desserts im Angebot. Doppeltoffee. Es soll ja auch eine neue Sorte geben, und zwar mit Zimtschnecke. Die sehe ich jetzt hier leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber die werde ich noch bekommen und für euch testen. Was haben wir hier Schönes? Double Coffee. White Choc, der war übrigens sehr geil. Geil, hier was Neues. Dani Mousse Winteredition Nougat Geschmack. Ich weiß zwar nicht, was das mit Winter zu tun hat, aber geil, wird auf jeden Fall mitgenommen. Die Grünen, SPD oder auch die Linken. Wo ist CDU? Oh, CDU ist ausverkauft. Tja, das ist dann wohl ein eindeutiges Wahlergebnis. Sorry, aber dieses Paradise Cool Tropical Konzentrat in der Billigflasche, das macht mich irgendwie extrem an. Muss man das irgendwie noch verdünnen? Weil da steht Konzentrat. Nee, aber Hallöchen. Vollständigkeit halber. Extra für blonde Haare. Garnier Fructis mit Wunderbutter. Ich meine, hallo? Boing, allein der Name schon. So, es lief leider gerade Shaggy, deswegen hier drüber gesprochen. Wieder eine Beschwerde, 85 Cent für Kinderüberraschung. Schade, denn ich hätte eigentlich echt Bock drauf gehabt, solche Natoons abzugreifen. So, ich stelle mich mal eben darauf ein, dass ich das eh nachspreche, weil die ganze Zeit die urheberrechtlich geschützte Musik läuft bei Real. Neue Design der Rittersport, Weihnachtsedition, Winterleckerei, gebrannte Mandel. Dann haben wir hier noch Kokosmakrone, die habe ich euch natürlich alle schon vorgestellt. Und Spekulatius. Ja, sehr cool. Und da ist auch die Rittersport Olympia. Die wurde ja erst kürzlich angekündigt. Da ist sie. Sehr, sehr cool. Ja, aber da ich sie euch auch schon mal getestet habe, euch vorgestellt habe, brauche ich sie jetzt hier nicht nochmal mitnehmen. I mit Gin. Ich weiß, I sagt man nicht, aber I mit Gin. Da sind die Milka Max irgendwann mal teurer geworden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bis vor ein paar Monaten noch unter 3 Euro gekostet haben. Jetzt kosten sie 3,19 Euro. Brutal. Boah, hier. Beste Low-Sugar-Schokolade. Die allerbeste. Bist du eine Glücksrakete? Eine Powerfrau? Ein Tagversüßer? Oder doch ein Bruderherz? Oder bist du feines Selection? Jetzt habe ich hier mein Raffaello-Täschchen. Warum hat mir denn noch keiner erzählt, dass es von Manna Schokokaramelltörtchen gibt? Wie geil sehen die denn bitte aus? Sehr lecker, besonders cremig vor allem. Oder auch mit Haselnuss. Und Haribo hat natürlich auch wie jede andere Woche eine neue Sorte rausgebracht. Auch sehr cool, Marabu Schoko Drink. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Geil, Ovo Maltine kennt man natürlich, richtig cool. Aber Marabu, das kenne ich tatsächlich nicht. Richtig cool, muss ich sagen. Deswegen wollte ich auch unbedingt nach Real neue Maggi Saucy Noodles, Peanut Saté Taste, Red Curry und Asia Classic. Wenn man mal richtig Hunger hat, XXL Linseneintopf mit Würstchen, Erbseneintopf oder Nudeleintopf. 1,2 Kilo, warmige Wohligkeit. Wir wären da in der Alkoholabteilung meistens nichts für mich. Ich bevorzuge Bier, sowas wie Wein und sowas ist alles nichts für mich. Außer vielleicht Campari O, trinke ich sehr gerne. Aha, okay, Ahoi Brause, habe ich euch glaube ich auch schon mal vorgestellt. Aber ja, so viel Interessantes finde ich hier nicht. Drei schöne Getränke. Übrigens mein Lieblings-Active O2, Iced Berry. Stylisch es aussieht, Unstoppable Wäscheparfüm. Ist das jetzt irgendwie, ist das wirklich ein Parfüm? Achso, man wird sportlich. Hallöchen. Das war's, ab zur Kasse. Oh, wir sind noch bei den Schuhen. Hier könnt ihr kaufen, zum Beispiel den hier. Oder was finden wir hier noch? Vielleicht den hier oder ja. Oder in dem gleich Gummistiefel für den Fetisch. So, wir haben jetzt gerade bezahlt und ich habe mich übrigens vertan. Mediamarkt ist hier doch. Ich bin
war ich ein bisschen neben der Spur. Nur um es zu korrigieren, ist aber eigentlich irrelevant. Die Frau war unfreundlich an der Kasse. Ich muss die Augen ein bisschen zusammenkneifen, denn die Sonne blendet schließlich. Ja, das war's mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es musste ein bisschen drüber gesprochen werden. Beschwert euch bei Real, wobei eigentlich lieber nicht. Ich glaube, die haben genügend Probleme. Ich hoffe, die Mitarbeiter werden alle übernommen zu den neuen Filialen. Und wir schauen uns auf jeden Fall an, wenn hier was modernisiert wurde, gucken wir hier natürlich auch rein. Ja, vielleicht war das auch für mich tatsächlich das letzte Mal, dass ich bei Real war. Das ist irgendwie traurig. Naja. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf, macht's gut und ciao.